Im Idealfall sollten lediglich Fische, Krebstiere und farbenprächtige Korallen in Hülle und Fülle in unseren Meeren und Ozeanen leben. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Der marinen Vielfalt wird der Platz durch ziemlich unliebsame Untermieter streitig gemacht. Was genau findet man in unseren Gewässern? Eigentlich landen dort alle möglichen Rückstände menschlichen Handelns und Wirtschaftens. Schiffe, Flugzeuge und auch Autos setzen Kohlenwasserstoffe frei, die direkt in den Ozeanen landen. Medikamente, die wir zu Hause oder in Krankenhäusern zu uns nehmen, gelangen unweigerlich über die Abwässer ins Meer und werden von den Meerestieren aufgenommen. Pestizide und Düngemittel, die in der Landwirtschaft und im Gartenbau verwendet werden, dringen in den Boden ein und gelangen so in die Wasserläufe. Die chemische Verseuchung der Meere ist also auf unsere menschlichen Aktivitäten zurückzuführen. Dieser schädliche Cocktail hat direkte Auswirkungen auf das gesamte Meeresleben und führt zur Schwächung oder sogar zum Verschwinden bestimmter Arten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, alles, was ins Meer geleitet wird, wird von Meerestieren verzehrt, die später auf unseren Teller kommen. Sind Sie bereit, bei Ihrem nächsten Urlaub ins Wasser zu tauchen? Haben Sie Lust, aktiv zu werden?